Den! Ja, schafft Zeitluft. Also, wenn meine Wellnessklinik da mal steht, dann brauchen wir natürlich ein Tempolimit. Und zwar über die ganze Seite vom See. Ist das die Praxis? Ja, das Haus muss natürlich weg, aber die Lage jetzt. Stell dir mal vor, was hier entstehen könnte, wenn diese Zugereiste nicht alles blockieren würde. Das ist meine letzte Rettung, Manfred. Versprechen kann ich nichts. Du machst genau das, was ich sage. Ich hab noch einen Gut bei dir. Das ist ja wirklich ewig her. Na schon, aber ich glaube, deine Frau ist scheißegal, wenn sie erfahren sollte, warum du heulend bei mir in der Praxis angekrochen gekommen bist und nicht zu eurem Hausarzt. Du würdest wirklich meiner Frau, das ist wirklich das Letzte. Nein, Manfred. Aber eine Hand wäscht die andere. Da ist sie. Geht weg. Wiedersehen und vielen Dank, dass wir schon vor der Sprechstunde kommen dürfen. Das ist doch selbstverständlich. Kinderkrankheiten richten sich nicht nach Sprechstundenzeiten. Sie sagen es. So, auf geht's, Dr. Katz. Vor Praxisbeginn geht's ja mit diesem Köter Gassi. Der hat einen Hund in der Praxis? Ja, sag ich doch. Zustände wie immer heute noch rum. Da ein bisschen rüber. Jetzt pass halt auf, oder möchtest du uns noch versenken? Anna-Luise Albrecht. Kein Doktor. Zum Doktor hat's bei der Krankenschwester nicht gereicht. Das ist auch so ein Ding. Aber komm jetzt hinten durch die Küche, die ist immer auf. Hallo? Guten Morgen, mein Schatz. Ich wollte eigentlich nur fragen, wie es dir und meinem Enkelkind geht. Mama, ich glaube, dass da überhaupt kein Baby mehr rauskommt. Schlafen kann ich auch nicht mehr, egal wie ich mich hinlege. Und wenn ich dann mal eingeschlafen bin, fängt das Baby an zu strampeln. Kind, mach dir doch keine Sorgen, nur weil du ein paar Tage drüber bist. Drin geblieben ist noch keins. Was sagt denn deine Ärztin? Dass ich mir keine Sorgen machen soll, weil noch nie eins drinnen geblieben ist. Na, siehst du. Mama, ich brauche dich. Kannst du heute nicht mal vorbeikommen? Würde ich gerne, aber heute schaffe ich es beim besten Willen nicht mehr. Du hast doch deinen Rolf. Mama, bitte. Ich komme morgen vorbei, versprochen. Du musst jetzt tapfer sein. Diese letzten Tage sind die schwierigsten. Ja, da hast du wohl recht. Kopf hoch. Ich hab dich lieb, mein Schatz. Ich dich auch. Bis morgen. Morgen, Herr Jonas. Morgen, Frau Albrecht. Wie geht's Ihrer Frau? Sehr gut. Fast zu gut sogar. Wie darf ich denn das verstehen? Na ja, sie ist plötzlich wieder so aktiv, so in der Nacht. Verstehen Sie? Was? Ach so, das meinen Sie. Langsam habe ich das Gefühl, die Sache wächst mir über den Kopf. Die Arbeit, der Stress und... Also Ihre Frau, meinen Sie? Können Sie mir nicht helfen? Als Ärztin meine ich, beim Rammler vom Wirt hat's doch auch geklappt. Also der Vergleich hinkt zwar etwas und ich bin auch keine Urologin. Sie meinen also, ich würde damit leben müssen? Das habe ich nicht gesagt. Aber wenn Sie Ihrer Frau wieder gewachsen sein wollen, dann müssen Sie schon ein bisschen was investieren. Ich zahle Ihnen jeden Preis, Frau Albrecht. Da haben Sie mich falsch verstanden. Zeit müssen Sie aufwenden, nicht Geld. Ihr kleines Problem da ist im Grunde eine Frage der Durchblutung. Und die kann man anregen. Mit regelmäßigem Sport. Schwimmen zum Beispiel. Schwimmen? Das habe ich das letzte Mal vor 30 Jahren gemacht. Ja, nun. Und damals lief ja auch alles bestens bei Ihnen, oder? Ja. Da haben Sie diesen herrlichen See direkt vor der Haustür. Dann benutzen Sie ihn doch auch. Worauf Sie sich verlassen können. Ja, nun. Ich muss weiter. Petri, heil. Petri, dank. Es hat heute etwas länger gedauert mit dem Hund. Albrecht,
Grüß Gott. Was ist denn das? Ich weiß nicht, wie ich gekommen bin. War der schon da? Gesundheitsamt. Unhygienische Zustände. Unzeitgemäße Praxisausstattung. Modernisierung dringend erforderlich. Innerhalb von 3 Monaten. Androhung der Schließung. Das soll ja wohl ein Witz sein. Ich kann ja ein anderes Mal wiederkommen, wenn es besser passt. Wo wollen Sie denn hin? Verlieren Sie immer so schnell das Vertrauen? Bitte sehr. Danke. Danke. So, komm, Dr. Katz. Nehmen Sie doch schon mal im Behandlungszimmer Platz. Ich wasche mir nur noch schnell die Hände. Moment, das ist eine Verwechslung. Ich bin keine Patientin. Ich komme wegen Ihrer Anzeige. Ich will mich bewerben als Sprechstundenhilfe. Sie? Ich weiß, ich bin immer die Jüngste. Aber ich habe über 40 Jahre Praxiserfahrung hinter mir. Erst in München und dann hier am Ort. Bei Dr. Katz? Nein. Etwa bei Dr. Wolf? Senior. Und dann beim Junior. Bis er mir den Stuhl vor die Tür gesetzt hat, weil er was Jüngeres im Vorzimmer haben wollte und im Bett. Sie und Dr. Wolf hatten eine Beziehung. Nein. Nein, nein, ich bin seine Mutter. Entschuldigen Sie, Wolf, Hermine Wolf. Und Sie wollen bei mir als Sprechstundenhilfe? Also, Frau Wolf, ich weiß nicht recht. Doch. Und zwar umsonst, im Dienste der guten Sache. Und um meinem Sohn zu beweisen, dass er mich zu früh zum alten Eisen geworfen hat. Außerdem fällt mir sonst daheim die Decke auf den Kopf. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich brauche dringend Hilfe. Und da ich finanziell sowieso Probleme habe, vor allem jetzt. Da steckt bestimmt mein Sohn dahinter. Aber Sie dürfen nicht aufgeben, Frau Albrecht. Das habe ich auch nicht vor. Ganz im Gegenteil. Wann können Sie anfangen? Von mir aus gleich. Donnerwetter. Bitte. Danke. Also ich verlasse mich auf dich, Margret. In 3 Monaten machst du die Praxis von der Albrecht dicht. Wenn es rechtlich möglich ist. Ja. Okay, Margret, dann sind wir uns ja einig. Und bestell deiner Frau liebe Grüße von mir. Die kennt dich doch gar nicht. Noch nicht. Oh Gott. Was ist denn mit Ihnen passiert? Ist Ihnen ein Seeungeheuer über den Weg gelaufen? Ja. So was Ähnliches. Entschuldigung. Stefan, die schickt mir den Himmel. Gerade wollte ich zu dir. Du zwickst dir dein Tennis an. Oder hast du beim Bleistiftspitzen eine Zerrung zugelegt? Ja, wieder noch. Ich müsste sprechen. Und zwar geschäftlich. Schon. Geschäftlich? Aber am besten vielleicht bei mir oben im Büro. Es ist ein bisschen delikat. Es geht um einen kleinen Freundschaftsdienst. Du müsstest heute Abend um 18 Uhr bei mir im Hotelrestaurant zum Essen kommen. Ach was, bleiben deine Gäste weg, seitdem du auf Gourmetküche und vor allem Gourmetpreise machst. Was soll das jetzt wieder heißen? Ja, du, 160 Euro habe ich das letzte Mal bei dir liegen lassen. In Worten 160 für ein paar Glas Wein und einen Hasenrücken für 2 Personen. Erst einmal war es eine Flasche Cabernet vom Allerfeinsten und das Kanickel war nicht aus der Walachei, sondern 1A Hasenrücken aus Neuseeland. Ja, Mann, du bist natürlich eingeladen. Und die Anita selbstverständlich auch. Darfst du meine Schläge zulegen? Du zahlst. Da steckt doch was dahinter. Naja. Also, Edjo, mich die lüften lassen, oder was? Na, so ein Blödsinn. Es geht um diesen goldenen Löffel. Was? Ja, das ist die höchste Gourmet-Auszeichnung, die es in Bayern gibt. Und die hätte ich natürlich ganz gerne. Ich meine, das wäre eine riesen Publicity für mich, verstehst? Nein. Also pass auf, zu mir kommt heute Abend ein Restauranttester und da brauche ich Gäste, also mal so Feinschmecker wie dich, die sich also lobend über ja, den Service und die Qualität des Restaurants äußern. Restauranttester? Ich denke, die kommen immer unangemeldet. Ja, schon, aber ich habe einen Tipp bekommen, leider keine Personenbeschreibung. Aber ich meine, so ein schlimmer Fuzzi, den kennt man doch auf 1000 Kilometer, oder? Also wie schaut's aus? Also gut, aber dafür tust du mir auch einen Gefallen. Nichts leichter als das. Guten Morgen, ich komme gleich. Ich
habe mich beim Gesundheitsamt durch alle Etagen telefoniert, aber dieser Dr. Roland lässt sich verleugnen. Danke, das ist ja immerhin schon etwas. Sind noch Patienten im Wartezimmer? Mehr als genug. Dann bitten Sie doch den Nächsten herein. Frau Herberger? Bitte. Guten Tag. Guten Tag. Sie schauen ja recht gesund aus. So fühle ich mich auch. Was fehlt Ihnen denn dann? Wenn Sie mich so fragen, einen Mann. Ja, ich fürchte, da kann ich Ihnen auch nicht helfen. Bitte. Ich bin ja auch wegen meinem Vater hier. Früher war er bei Dr. Katz in Behandlung, aber seit der nicht mehr lebt, traut er keinem Arzt mehr über den Weg. Verstehe. Ja, und weil Sie jetzt in der Praxis von Dr. Katz sind, dachte ich... Da haben Sie völlig richtig entschieden. Und was ist mit Ihrem Herrn Vater? In letzter Zeit hat er so Aussetzer. Letzte Woche ist er mit dem Traktor gegen das Scheunentor gefahren. Und ein anderes Mal hat er vergessen, die Kühe zu melken. Ein Wanderer hat dann den Tierschutz verständigt. So geht das nicht mehr weiter. Und hat er denn niemanden, der ihm hilft? Ich habe Agrarwirtschaft studiert und würde den Hof sogar übernehmen. Aber Vater traut mir das nicht zu als Frau und besteht darauf, dass ich zuerst heirate. Natürlich einen Landwirt. Gewisse Ansichten sind leider unheilbar. Können Sie uns nicht mal besuchen und mit ihm reden? Ich mache mir wirklich Sorgen. Ja, meinen Sie, auf mich wird er hören? Ich bin doch auch nur eine Frau. Ich weiß sonst nicht, an wen ich mich wenden soll. Gut. Ich schaue mal gelegentlich am Hof vorbei. Mehr wollte ich auch gar nicht. Vielen Dank, Frau Albrecht. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Schnuckelchen, was hältst du davon, wenn ich dich heute mal wieder ganz groß zum Essen ausführe? Aber nicht schon wieder beim Anzengruber. Ja, warum denn nicht? Weil da immer die gleiche öde Gesellschaft rumhängt. So Zell hat aber die beste Küche von der ganzen Gegend. Ja, was sag ich denn, ganz Oberbayern? Ich verspreche dir auch, wir nehmen das Lukullusmittel. Okay. Was ist? Soll ich etwa? Jetzt. Praxistelefon. Neben allem anderen bist du auch noch eine Sprechstundenhilfe, Schnuckelchen. Chauvinist. Das heißt Arzthelferin. Ja, Praxis Dr. Wolf? Albrecht, guten Tag. Ich müsste dringend Dr. Wolf sprechen. Das tut mir leid, aber der ist in einer wichtigen Konsultation. Kann ich ihm was ausrichten? Und wann ist diese Konsultation beendet? Puh, keine Ahnung. Ach, und dann sind wir noch zum Essen verabredet. Vielleicht versuchen Sie es besser morgen, zu den Sprechzeiten. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Die Akte vom Patienten Mertin. Es ist unglaublich. Die Sprechstundenhilfe Ihres Sohnes hat einfach aufgelegt. Ah, Dianetta, lassen Sie sich von dieser Frau nicht so abfertigen. Glauben Sie wirklich, Ihr Sohn ist so hinterlistig, mir das Gesundheitsamt auf den Hals zu hetzen? Und ob? Fahren Sie hin und stellen Sie ihn zur Rede. Um mich dort wieder abwimmeln zu lassen? Nein, danke. Andererseits, in der Öffentlichkeit müsste er sich stellen. Wenn ich nur wüsste, wohin er heute zum Essen geht. Wohin schon? Ins Hotel vom Anzengruber natürlich. Seit er den neuen Koch engagiert hat, ist doch jeder, der was auf sich hält in dem Dorf, nur noch bei ihm. Hermine, Sie sind Gold wert. Sehen Sie, das hat mein lieber Sohn nie verstanden. Der Nächste, bitte. Herr Franz Mertin. Guten Tag. Guten Tag. Ihr Krankenblatt liest sicher abenteuerlich. Vor allem in jungen Jahren. Ja, Dr. Katz musste mich des Öfteren zusammenflicken. Bitte setzen Sie sich doch. Danke, danke. Ich fürchte, das geht leider nicht. Denn... mir ist ein kleines Missgeschick passiert. Wenn Sie etwas deutlicher werden könnten. Oh ja, das ist sehr eindrucksvoll.
Ich wollte heute Morgen noch ein wenig angeln und da hatte ich mich plötzlich selbst am Haken. Ich dachte immer, bei uns im See fängt man nur kleine Fische. Frau Doktor, das muss aber bitte unter uns bleiben. Wenn sich das nämlich herumspricht, kann ich mich ja hier im Ort nirgends mehr blicken lassen. Wieso? Laut Ihrer Akte wohnen Sie doch in München. Ja, das ist schon richtig. Aber ich bin Verleger und habe hier meinen zweiten Wohnsitz. Wissen Sie, die hiesige Zeitung der Auberger Seebote hat es mir schon lange angetan. Und heute Abend verhandle ich mit den Eigentümern im Hotel Anzengruber wegen der Übernahme. Und da möchte ich mich ja nicht gleich zum Gespött der Leute machen. Schon mal was vom Arztgeheimnis gehört? Mhm. Sie wissen gar nicht, wie dankbar ich bin. Nein, es ist nicht gut, es ist nicht gut. Mach etwas, ich bitte dich, mach etwas. Mach etwas, die Kondek. Kondek ist gut. Maurice, Alkohol ist nicht die Lösung. Verlier's mal bitte nicht auch noch zu mir. Oui, oui, monsieur. Kann ich mal ganz kurz dieses Pricks-Fix-Menü sehen? Oui, oui, natürlich, monsieur. Hier Entrée. Die ausgeräucherte Seerenke an ein Bett aus Kresse. Hey, Maurice, ich bin's. Ja. Also, wir haben die ausgeheilte Seerenken in ein Bett aus Kresse an Sauerrahmschaum und dann im Zwischengang haben wir die Konsumee von der Flughäfenbrust mit dem Makrüsschen und den Gemüsestreifen. Ja, und als Krönung des Ganzen unser Kaninchen aus Neuseeland. Wunderbar. Das heißt nur noch die Ruhe behalten, gell? Und Finger weg von dem Flambierkognak. Wir trinken einen zusammen, wenn es alles vorbei ist. Ich sag Bescheid, sobald diese Heine auftaucht. Oui, oui, monsieur. Bon Dieu. Anzengruber. Wenn der Mensch noch den goldenen Löffel bekommt, dann hebt er völlig ab. Hey! Hallo, Schäß. Was, Schäß? Schäß. Dachte, es wäre dein neuer Vorname. Stefan. Sind wir heute ein bisschen witzig unterwegs? Also, bitte, kommt's. Ist er denn schon da? Nicht so laut. Nein, der ist noch nicht da. Der Tester bekommt den Tisch genau hinter dir. Den mit der besten Aussicht. Ah, grüß Gott. Und du bestellst dann am besten genau dasselbe wie er. Anita, bitte hier. So. Jetzt geht also keine Weine über 200 Euro. Ist das klar? Aber so jetzt das schon wieder. Wenn ich mich schon hab breitschlagen lassen, hier den Klakör zu spielen. Den was? Harry, du als Frankophiler müsstest das doch eigentlich wissen. Ich glaube. Oh mein Gott, das ist er. Also, Stefan, diesmal keine Faxen, gell? Weil wenn ich nämlich aus dem Gourmetführer rausfliege, dann kann ich aus meinem Geschäft höchstens noch eine Würstelbude machen, gell? Guten Abend, Herr. Haben Sie reserviert? Nein, ich dachte, dass das nicht nötig ist, mitten in der Woche. Mhm. Aber ich bin mir sicher, Sie werden ein Plätzchen für mich finden. Schauen wir mal. So, ja, Sie haben Glück. Tisch 17 ist gerade frei geworden, wenn Sie mir vielleicht folgen möchten. Ein wunderbarer Platz hier mit dem ganzen See hinter Ihnen. So. Danke. Schrammel! Vielleicht haben Sie auch Lust auf unser Pricks-Fix-Menü? Es wird täglich frisch von unserem Maître Maurice Balzac für unsere Gäste komponiert. Ich fürchte, das ist zu üppig für mich. Darf ich vielleicht auch die Karte sehen? Ja, selbstverständlich. Hier ist sie auch schon. Bitte schön. Danke. Unser Herr Schrammel wird sich exklusiv um Sie kümmern, nicht wahr, Herr Schrammel? Sehr wohl. Dann guten Appetit. Danke. Entschuldigung, Herr. Der Tisch ist aber leider reserviert. Ich habe eine Reservierung. Josef Müller, 18 Uhr. Ja, das mag schon sein. Der Tisch ist nicht mehr frei. Sind Sie alleine? Ja.
Ja, dann hätte ich was für Sie, wenn Sie mir vielleicht folgen möchten. Hier wäre ein wunderbarer Tisch. So, das wäre Ihr Tisch. Ja, ja, hier hat man seine Ruhe. Der Kellner kommt gleich mit der Karte. Herr Ober? Kommen sofort. Ja. Ja. Gut, Herr Traunstein, dann sehen wir uns morgen in der Bank. Und ich bringe alle Kreditunterlagen mit. Danke und auf Wiederhören. So, den hätten wir. Und bevor ich mir jetzt Ihren Sohn vorknöpfe, schaue ich noch schnell am Hof vom alten Herberger vorbei. Wieder so ein Termin, bei dem nichts rausspringt. Als Ärztin bin ich nun mal in erster Linie den Menschen und nicht meinem Portemonnaie verpflichtet. Wie wollen Sie denn so das Geld aufbringen, um die Praxis zu modernisieren? Machen Sie sich keine Sorgen, Hermine. Meine Praxis wird nicht geschlossen, so wahr ich hier stehe. Das werde ich jetzt auch Ihrem Herrn Sohn verständlich machen. Bitte nicht, dass ich bei Ihnen arbeite, ja? Das möchte ich Ihnen bei passender Gelegenheit selber reinreiben. Alles klar. Und für die Dame die Flugentenbrüstchen in Wirsingschaum. Und zum Nachtisch für uns bitte die Wiener Germknödel. Nix da. Ihr nehmt den Sauerbraten. Ja, weil ihr nehmt auch den Sauerbraten. Und hinterher äußert ihr euch lobend, wie gut das euch schmeckt. Ich mag aber keinen Sauerbraten. Ich mag auch keinen Sauerbraten. Aber ihr nehmt den Sauerbraten, also nehmt ihn auch. Und bitte keine Diskussion, weil meine Nerven liegen schon blank. Also auf geht's, zweimal Sauerbraten. Sehr gerne. Eine kleine Aufmerksamkeit vom Maître. Entenpastete, Mousse Niçoise. Und Ihr Spätburgunder. Hallo, das Prefixmenü bitte und ein Glas von Ihrer Spätlese. Ja, ich schicke den Kerl gleich vorbei. Sie auf meinem Hof? Mein Name ist Albrecht. Guten Tag. Ich bin die Ärztin, die Praxis von Dr. Katz übernommen hat. Ich habe Sie nicht herbestellt. Ich wollte mich auch nur kurz vorstellen, damit Sie wissen, an wen Sie sich wenden können. Brauch keinen Arzt. Und Sie schon gleich gar nicht. Wenn ich krank werde, dann lasse ich den Veterinär von Antin kommen. Den kenne ich schon seit 50 Jahren. Ein Tiermediziner. Ja. Also bei allem Respekt, Herr Herberger, aber in Ihrem Alter sollte man sich regelmäßig untersuchen lassen. Zumal wenn man so hart arbeitet wie Sie. Schickt sie vielleicht meine Tochter? Nur weil sie studiert hat, glaubt sie, sie kann in alles dreinreden. Vor allem, seit ich das Scheunentor geschrammt hab. Also nicht zu vergessen, die Sache mit den Kühen. Ach, darauf geht es hinaus. Jetzt schickt sie mir eine Ärztin vorbei, um mich zu entmündigen. Aber nicht mit mir. Aber das will doch niemand. Runter vor meinem Hof. Herberger, bitte! Jetzt bald! Sie sollten sich wenigstens eine Mütze aufsetzen, wenn Sie in der prallen Sonne arbeiten. Auf meinem Grund und Boden laufe ich rum, wie ich mag. Also kümmern Sie sich um Ihren eigenen Mist. Das ist ja vielleicht ein sturer Dickschädel. Zahlen, bitte. Ich komme gleich.
Also der Sauerbraten war wieder vom Allerfeinsten, wenn Sie das dem Maurice bitte von mir ausrichten. Und vor allem die Semmelknödel. Danke, da wird der Maitre sich freuen. Frau Albrecht. Ich muss mit Ihnen reden. Darf ich? Ja, also, Anita macht Ihnen gerne einen Termin zu meinen regulären Sprechzeiten, aber jetzt... Sie wissen genau, um was es geht, oder? Nein, es interessiert mich auch nicht. Natürlich nicht. Ihnen ist es völlig egal, ob Sie die berufliche Existenz einer Kollegin ruinieren. Nur um Ihre Profitgier und Ihren Geltungsdrang zu befriedigen. Was ist denn los, Stefan? Also jetzt halten Sie mal die Luft an, ja? Der Prüfer vom Gesundheitsamt war auch bei mir, aber im Gegensatz zu Ihrer Klitsche entspricht meine Praxis den Anforderungen. Ja, Ihre schicken Möbel vielleicht und die tollen Apparate. Aber Sie, Sie nicht. Entschuldigung. Und wenn Sie glauben, dass Sie mich mit dieser Schweinerei kleinkriegen können, da haben Sie sich gewaltig getäuscht. Aber meine Herrschaft, ich muss doch sehr... Ja, schon gut, ich bin schon weg. Diese Frau hat sie doch nicht alle, du. Stefan, muss das sein. Entschuldige. Entschuldigen Sie bitte vielmals, aber anscheinend weiß sich nicht jeder Gast zu benehmen. Was ist? Was haben Sie? Oh mein Gott! Ach du Schande. Sie, rufen Sie einen Notarzt, schnell. Was hat er? Ein Infarkt ist es nicht, aber er muss dringend in die Klinik. Grüß Gott. Schicken Sie bitte sofort einen Notarztwagen zum Hotel Ansengrube. Ein Gas ist auf dem Parkplatz umgekippt. Das ist jetzt aber die letzte Flasche, die auf meine Rechnung geht. Herr Schrammel, bringen Sie mir bitte auch ein Glas. Also, Herr Ansengruber, mein Kompliment, ich muss mich wiederholen. Dieser Sauerbraten war allererste Sahne. Reicht schon. Was schreibt er da eigentlich die ganze Zeit? Nicht so hinschauen, bitte. Sag mir lieber, was die Frau Albrecht von dir wollte. Ach so, ja. Jetzt kommt der zweite Teil von unserem Deal. Also pass auf. Wenn sie morgen im Gemeinderat auftaucht und eine Bürgschaft für einen Kredit will, dann lehnst du höflich, aber bestimmt ab. Ja, aber das ist doch schon lange beschlossene Sache. Also mit dem kommt ihr hierher? Na, wahrscheinlich, weil er nur zum Ochsenwirt. Seitdem der aus seiner Scheune eine Disco gemacht hat, ist ja ständig was los. Herr Kammersänger, nein, sowas. Gestern habe ich Sie noch auf der Bühne gesehen und jetzt... Darf ich vielleicht eine Autogrammkarte haben? Kammersänger? Gerne. Was? Schreiben Sie für Isolde, wenn ich bitten darf, Ihre größte Bewunderin. 1000 Kilometer gegen Wind. Entschuldigung. Kammersänger? Sie wollen mir sagen, dass ich mir fast geholt habe einen Nervenbruch wegen einer Kammersänger? Herr Ansengruber? Sie schon wieder? Ja, leider. Draußen ist gerade einer Ihrer Gäste mit dem Notarztwagen abgeholt worden. Wie bitte? Komm mal. Ein Herr Josef Müller aus München, laut Führerschein. Müller? Ja, der ist doch der mit dem Blitzwix-Menü von Tisha. Hat sonst noch einer Ihrer Gäste das Menü bestellt? Nein. Was wollen Sie damit sagen? Dass der Mann höchstwahrscheinlich hier etwas zu sich genommen hat, das einen toxischen Schock bei ihm ausgelöst hat. Also, bitte, Herr Ansengruber. Mir reicht es ein für alle Mal, Frau Albrecht. Ich habe ein Restaurant und keine Giftküche. Bei mir wird niemand vergiftet. Vergiftet? Oh Mann. Es ist nur eine Vorsichtsmaßnahme. Also, hat noch wer das Menü bestellt? Nein, weil Kaninchen ist nicht jedermanns Sache. Na, Gott sei Dank. Kann ich mal die Karte sehen? Sie können gar nichts sehen. Das Einzige, was Sie sehen, ist mein Ausgang. Und den zeige ich Ihnen höchstpersönlich. Also raus hier. Ich will Sie beim Haus nie wieder sehen. Sag mal, wie lange soll das mit uns noch so weitergehen? Was ist denn da schon wieder los? Entschuldige. Fassen Sie mich nicht an. Ich weiß selber, wo der Ausgang ist. Was ist denn los? Diese Dame behauptet, dass ich das Gäste vergifte. Und ich rate Ihnen alle Gerichte, die bei diesem Menü dabei waren, vorerst nicht mehr zu servieren. Am besten, Sie schließen das Lokal so. So, man will Ihre Praxis schließen und Sie schließen die Kneipen. Ja, genau. Mit Ihnen rede ich doch gar nicht. Ich irre mich äußerst selten, wie Sie wissen. Also bitte, streichen Sie das Tagesmenü von der Karte, bis wir Klarheit haben. Harry, jetzt, was ist denn passiert? Jetzt fehlt nur noch,
Katz, Moment einmal. Also ich gehe jetzt dann. Unter einem schönen Essen habe ich mir was anderes vorgestellt. Schnuckelchen, bleib! Da steht's. Gericht Josef Müller. Tisch 8, das war der Tester. Ja, was heißt das? Bei bei goldener Kochlöffel heißt es. Ja. Ach, von wegen mit freundlichen Grüßen. Das ist die letzte Mahnung. Mama! Ach so, Sie sind. Du liebe Zeit, was haben Sie denn? Wo ist meine Mutter? Sie musste noch einmal weg, aber ich erwarte Sie eigentlich jeden Augenblick zurück. Soll ich Ihnen so lange was zum Essen richten? Nein, danke. Ich gehe schon. Wer sind Sie eigentlich? Die Hermine, die neue Sprechstundenhilfe. Auch wenn Ihre Mutter eher eine Managerin bräuchte. Ich gebe diesen Job um keinen Preis wieder her. Mama. Kind. Ja, sowas. Bist du die ganze Strecke von München hierher gefahren? Im Auto? Allein? Ich hab's sonst nicht mehr ausgehalten. Warum denn das? Ist was mit Rolf? Er hat eine andere. Was? Also jetzt komm erst mal. Eine andere? Bist du sicher? Ja. Das letzte Mal hast du dich doch auch getäuscht. Eifersüchtig, wie du immer bist. Diesmal nicht. Er vergnügt sich jetzt mit so einem Vorzimmerhäschen aus seiner Computerfirma, weil ich ihm angeblich die Luft zum Atmen raube. Dabei stinkt er nach billigem Parfum, wenn er nach Hause kommt. Viele Männer tun sich schwer damit, Vater zu werden. Die Last der Verantwortung, das Gefühl, dass die Jugend unwiederbringlich vorbei ist. Jedenfalls kommt es ihnen so vor. Das ist doch noch lange kein Grund, seine schwangere Freundin im Stich zu lassen. Nein, aber... Aber was? Du hast recht. Man muss schon sehr charakterlos und unreif sein, um eine Frau in einer solchen Situation allein zu lassen. Und von so einem bekomme ich ein Kind. Aber das Baby kann doch nichts dafür. Und was dem Vater fehlt, na, das gleicht die Mutter aber allemal aus. Glaub mir, Schnuckelchen, das bildest dir alles bloß ein. Wenn ich dir aber sage, mir ist speiübel. Und wenn wirklich stimmt, was diese Frau Dr. Albrecht gesagt Frau hat. Frau Albrecht, ja, nicht Doktor. Du hast ein, zwei Gläser zu viel Intus und wie wir wissen, verträgst du das nicht. Oh, stopp halt an, bitte halt an. Oh, stopp halt an! Was ist denn jetzt? Mit dem ganzen Alkohol, dann geht's dir gleich viel besser. Bin ich betrunken? Doch, bist du. Und weißt du, warum ich das hundertprozentig diagnostizieren kann? Weil du immer und nur dann plötzlich an unserer Beziehung rumhörst und vom Heiraten redest. Darum. Weißt du, was ich glaube? Du liebst mich überhaupt nicht. Anita. Doch, für dich bin ich doch nur so eine Trophäe. Gerade gut genug zum Angeben. Mein Gott, was soll ich denn noch alles machen? Ich trage dich doch praktisch auf Händen. Was soll denn das? In einer halben Stunde wimmelt's hier nur so von Mücken. Du machst ja die ganzen Absätze kaputt, also komm, jetzt steig ein. Ich zähl bis drei. Eins. Zwei? Zweieinhalb? Du nimmst mich doch überhaupt nicht ernst.
Und wie ernst, Schnuckelchen. Anita. Mach dich nicht so dick. Das ist nicht fair. Wie schön, dass du noch lachen kannst. Was soll denn dein Kind von der Welt hier draußen sonst denken? Diese kleinen Wesen kriegen doch alles mit. Mama, ich habe solche Angst vor der Geburt. Das kennen wir. Vor allem beim ersten Kind, das ging mir auch nicht anders. Aber damals hat man noch nicht so offen über seine Ängste gesprochen. So wie heute in den Vorbereitungskursen. Ich habe mir immer die Horrorgeschichten von anderen Frauen angehört. Und mir gedacht, na, wenn die das aushalten, dann kann ich's auch. Judith? Hier bitte, Herr Professor. Danke. Hölzel? Albrecht, guten Abend. Da habe ich ja Glück, dass ich Sie direkt erreiche, Herr Professor. Ah, Schwester Anna. Na, das ist ja eine Überraschung. Lassen Sie mich raten. Sie haben die Nase voll von Ihrer Traumpraxis auf dem Lande und kehren reumütig zu uns zurück. Ja, oder Sie können einfach nicht schlafen. Weder noch. Ich habe heute einen gewissen Josef Müller bei Ihnen eingewiesen. Mit Verdacht auf einen akuten toxischen Schock. Ja, der Patient liegt bei uns auf der Intensiv. Immer noch? Und sein Zustand hat sich nicht gebessert? Der Patient zeigt einen ungewöhnlich schweren Verlauf. Und keine der Standardtherapien schlägt an? Solange wir die Ursache der Vergiftung nicht kennen, können wir da leider nicht viel machen. Tja, ja, ich muss wieder ran. Tut mir leid, Frau Albrecht, dass ich Ihnen nichts Genaueres sagen kann, aber ich halte Sie auf dem Laufenden. Auf Wiederhören. Tschüss. Ja, Entschuldigung. Mertin? Albrecht, guten Abend. Guten Abend. Entschuldigen Sie die späte Störung, aber Sie sagten, ich hätte einen Gefallen bei Ihnen gut. Und was kann ich für Sie tun? Sind Sie noch im Hotel Anzengruber? Ja, richtig. Die Verhandlungen ziehen sich noch etwas in die Länge, aber ich denke, ungefähr in... Ich hätte da eine kleine Bitte. Das komplette Menü. Das war zwar nicht ganz einfach, aber ich habe da so meine Wege. Oh, was bin ich Ihnen schuldig? Oh nein, nein, also bitte nein. Obwohl, wenn ich es mir recht überlege, gäbe es schon etwas, das Sie für mich tun könnten. Und das wäre?
Sie könnten mir einen Abend schenken. Also ein Wunder an Zurückhaltung scheinen Sie nicht gerade zu sein. Sagen Sie doch einfach wann. Aber zuerst muss ich herausfinden, was dem armen Restauranttester so übel zugesetzt hat. Danke nochmal. Kein Problem. Anita, was sind denn meine Unterhosen? Hast du schon gewaschen? Anita! Was mit Frühstück? Lieber Stefan, wenn du das liest, bin ich schon weg. Tut mir leid, aber der Abend gestern hat mir den Rest gegeben. Und ich denke nicht daran, die besten Jahre meines Lebens mit einem Mann zu verplempern, der an keiner höchsten Beziehung interessiert ist, Anita. Das darf doch alles nicht wahr sein. Das darf doch alles nicht wahr sein. Mama, bist du im Garten? Du, ich brauch dich in der Praxis. Die Anita, die ist kurzfristig ausgefallen. Ruf mich doch zurück, ja. Albrecht, Sie schickt der Himmel. Haben Sie die toxische Quelle gefunden? Ich habe gerade eine Probe vom Menü im Labor abgegeben, das Herr Müller gegessen hat. Was ist mit ihm? Toxischer Stillstand. Wir mussten beatmen. Ist er wieder stabil? Vorerst ja. Kann ich zu ihm? Aber bitte nur kurz. Der Patient ist sehr schwach. Was ist denn? Albrecht, guten Tag. Ich bin die Ärztin, die Sie eingewiesen hat. Ich erinnere mich. Dunkel. Wie geht es Ihnen? So schlecht wie noch nie. Ich kann gar nichts bei mir behalten, nicht mal Brei. Wenn das so weitergeht, muss ich künstlich ernährt werden. Ich. Das ist doch kein Leben. So weit wird es nicht kommen. Vertrauen Sie mir. Ich bin vergiftet worden. Ja, aber zu fast jedem Gift gibt es ein Antitoxin. Und wir müssen nur herausfinden, mit welchem Gegner in Ihrem Körper wir es zu tun haben. Also, halten Sie durch. Verstehen Sie mich nicht falsch. Es freut mich ja, dass Sie mir bei der Buchhaltung helfen. Aber warum setzen Sie sich nicht lieber ein bisschen in den Garten? Sie sollten die Zeit genießen, bis das Kind da ist. Genießen das? Ich bin eine Woche drüber. Langsam mache ich mir Sorgen. Aber gehen's. Drin geblieben ist noch niemand. Mein Sohn, der hatte sogar 3 Wochen Verspätung. Je. Ja, das habe ich mir auch gedacht, wie ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Ganz verschrumpelt war er da. Aber er hat sich gleich wichtig gemacht und mit seinem Geschrei allen die Nerven geraubt. Ich hoffe, das hat sich später gegeben. Sagen wir mal so, es braucht schon den Blick der Mutter, um viel Liebenswertes an ihm zu finden. Die
Praxis wirklich auf Vordermann zu bringen, braucht die Frau 120.000. Minimum. Die hat sie nicht annähernd auf der hohen Kante. Und Sicherheit ist schon zweimal nicht. Mist, da kommt sie schon. Das ist sie doch, oder? Ja, Frau Anna-Luise Albrecht. Du, die darf mich auf keinen Fall hier sehen. Haben Sie einen Hinterausgang? Ja, komm. Da lang. Frau Albrecht? Ja, Herr Traumstein? Genau der. Und das nunmehr schon seit 36 Jahren. Setzen Sie sich doch. Und Sie sind hier zuständig für die Kreditvergabe? So ist es. Und Sie haben die Praxis von Dr. Katz übernommen? Genau deshalb bin ich hier. Wissen Sie, ich bin mein Leben lang ohne Kredite ausgekommen. Aber man zwingt mich von höherer Stelle aus, das Haus neu zu renovieren und sämtliche Gerätschaften zu modernisieren. Hm. Was heißt, hm? Mit Krediten für Praxisgründungen und allem, was damit zusammenhängt, sieht es im Augenblick schlecht aus. Bei der angespannten Lage, in der sich Ihr Berufsstand ja nun schon Jahre befindet. Das mag sein, aber ich bin stolz darauf, dass meine Praxis blüht und gedeiht. Und ich kann das auch gern mit meiner Buchführung belegen. Das glaube ich Ihnen gern. Aber ohne Sicherheiten? Eigentumswohnung, Lebensversicherung etc.? Herr Traunstein, wenn ich Geld hätte, müsste ich nicht zu Ihnen betteln kommen. Tut mir schrecklich leid, Frau Albrecht, aber jetzt gucken Sie nicht so. Mir sind die Hände gebunden. Von wem? Dr. Wolf? Wie kommen Sie darauf? Och, mir war, als hätte ich sein Rasierwasser gerochen. Schon gut. Aber falls ich mit Sicherheiten wiederkommen würde, sagen wir im Wert von 100.000 Euro oder mit einer Bürgschaft von der Gemeinde zum Beispiel, dann hätten Sie nichts gegen einen Kredit einzuwenden? Nein, dann wäre das eine reine Formsache. Gut, wir sehen uns wieder. Bleib, meine Herrschaften, aber ich hatte noch Wichtiges mit meinem Koch zu besprechen. Hatte Ihr Gespräch eventuell mit der Lebensmittelvergiftung einer Ihrer Gäste zu tun, von der man sich erzählt? Wer erzählt denn so einen Unsinn? Der Gast hatte wahrscheinlich, ja, einen Kreislaufkollaps, so wie mir das Herr Dr. Wolf berichtet hat. Und wenn jemand etwas anderes behauptet, dann kann er sofort mit meinem Rechtsanwalt Bekanntschaft machen, gell? Sie haben mir gerade noch gefehlt. Gehen Sie am besten wieder. Das ist ja eine Gemeinderatssitzung und kein Kaffeeklatsch. Also, Herr Anzengruber, was soll das? Darf ich dann wenigstens Ihnen mein Anliegen darlegen? Wenn der Herr Bürgermeister gleich unter der Last seines Blutdrucks zusammenbricht. Also, mein Blutdruck, der war völlig in Ordnung. Bevor Sie hier in unseren schönen Ort kamen und sich ihn als Spielplatz für Ihre Katastrophenszenarios ausgesucht haben. Also, Frau Albrecht, zum letzten Mal. Es geht um die Praxis von Dr. Katz, die Sie mir anvertraut haben. Und die mir Dr. Wolf und seine Geldgeber abjagen wollen. Ja. Wieso? Was? Wollt ihr euch so einen Schwachsinn überhaupt anhören? Ja. Also jetzt lassen Sie Frau Albrecht erst mal ausreden. Ja. Wäre ja nicht das erste Mal, dass du und deine Amigos hier euer Süppchen, gell? Genau, genau. Danke, danke. Also gestern Morgen hat das Gesundheitsamt angedroht, meine Praxis zu schließen. Wie bitte? Also, und mir zur Auflage gemacht, sie zu renovieren und mit den üblichen Apparaten und Geräten auszustatten. Kurzum, ich brauche eine Bürgschaft von der Stadt. Weil Ihr Freund Dr. Wolf dafür gesorgt hat, dass mir die Bank keinen Kredit gibt. Wie kommen Sie überhaupt dazu, solche Verleumdungen auszusprechen? Ruhe, verdammt noch mal! Um wie viel handelt es sich denn bei dem Kreditvertrag? Etwa 100.000. 100.000? Das ist doch ein Nasenwasser im Vergleich zu den Millionen, für die die Gemeinde bürgen sollte, als es noch um die Wellnessklinik von Dr. Wolf ging. Ja gut, aber als es um diese Wellnessklinik ging, da hätte ja der ganze Ort davon profitiert. Allenfalls Dr. Wolf. Ja, richtig. Und seine Hintermänner.
Der Meinung bin ich auch. Wohingegen von der Praxis von Frau Albrecht alle etwas haben. Genau. Man denke nur mal an diejenigen unter uns, die auf Hausbesuche angewiesen ja. sind. Genau. Na ja. Wir alle schulden Ihnen Dank. Ich folge nur dem Eid des Hippokrates. Sie sind ein Segen für die Gemeinde. Und ich stelle den Antrag, Ihr Anliegen auf Punkt 1 der Tagesordnung zu setzen. Wer ist dafür? Und ich stelle den Antrag, dass diese Dame so schnell wie möglich zurück nach München geschickt wird. Mit der Auflage, dass sie Auberg nie wieder betritt. Was ist jetzt schon wieder? Hier vom Landrat. Sehr geehrter Herr Anzengruber, hiermit teilen wir mit, dass das Hotelrestaurant Schätz Schee Anzengruber wegen des dringenden Verdachts der schweren Gesundheitsschädigung durch den Verzehr von Speisen bis auf Weiteres geschlossen wird. Was? Also, dieser Schwachsinn ist doch bestimmt auf Ihr Mist gewachsen, oder? Ihr Gast zeigt alle Symptome eines toxischen Schocks. Ich musste doch sein Leben retten. Wenn die Presse davon Wind kriegt, nach der Geschichte mit der Tropenkrankheit im letzten Jahr, das wirft Auberg als Tourismusstandort mindestens 10 Jahre zurück. Mindestens, wenn nicht mehr. Also ich glaube, hiermit ist der Antrag von Frau Albrecht auf eine Bürgschaft abgelehnt. Meine Herren, ich danke, ich habe noch was zu erledigen. Ich muss ein paar Beamten noch ein bisschen zurechtrücken. So warten Sie doch. Sobald geklärt ist, was die Vergiftung hervorgerufen hat, ist der Bescheid doch hinfällig. Also mit Ihnen rede ich kein Wort mehr, bevor die Sache nicht vom Tisch ist. Und dann sage ich höchstens, leben Sie wohl. Ah, Frau Albrecht. Was sehe ich denn da? Tränen. Könnte es sein, dass der Gemeinderat Ihren Antrag auf eine Bürgschaft... Ja, ja, aber Sie müssen mich doch genauso verstehen. Sie können doch nicht auf den bloßen Verdacht in mein Restaurant schließen lassen. Und das mitten in der Saison. War gerade auf der Bank. Ich wollte da nur sagen. Ja, lies es einmal. Wie bitte? Komm doch nicht mit so einer Ausreden. Geben Sie mir Ihren Chef. Was? Wie bitte? Ja, Sie mich auch. So ein Trottel. Was will denn das? Ja, vor wegen Kreislaufkollaps. Toxischer Schock, meint unsere Frau Albrecht. Wegen einem Gericht, was er bei mir im Restaurant gegessen haben soll. Und die Klinik, wo der Müller liegt, die hat gleich Alarm geschlagen. Toxischer Schock? Das ist doch lächerlich. Schlimmstenfalls handelt es sich um eine allergische Überreaktion. Also das kommt ja alle Nase lang mehr vor. Wenn man deswegen jedes Mal ein Restaurant schließen wollte. Bete zu Gott, dass sie diesmal nicht recht hat. Weil sonst kann ich gleich einen Löffel abgeben. Von dem Goldenen ganz zu schweigen. Nicht. Frau Albrecht, geht es Ihnen nicht gut? Es geht schon. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Bei mir läuft heute alles schief. Ich kriege nicht raus, was den Restauranttester auf die Intensivstation gebracht hat. Die Bank verweigert mir den Kredit. Im Gemeinderat bekomme ich keinen Fuß auf den Boden, weil die mir die Schuld geben, dass das Restaurant geschlossen wurde. Und als Höhepunkt hat man mir noch den Wagen abgeschleppt. Na, dieses Halteverbotsschild ist ja auch saublöde angebracht. Ich hätte halt einfach im Bett bleiben sollen. Nein, nein, das sehe ich nicht so. Dann wäre ich Ihnen jetzt ja nicht begegnet und könnte Sie nicht zum Essen einladen. Also kommen Sie. Es ist zwar sehr charmant von Ihnen, dass Sie mich aufheitern wollen, aber es ist jetzt wirklich der falsche Moment. Ja, offensichtlich. Entschuldigen Sie. Ja, Hermine? Ja. Ja, ich mache mich gleich auf den Weg. Danke. Weitere schlechte Nachrichten? Die Tochter eines Patienten hat angerufen. Ihr Vater hat womöglich Herzinfarkt. Ich muss sofort hin. Da kommen Sie. Ich fahre Sie. Mein Wagen steht gleich da drüben. Thank you.
Ja, gerade in der Scheune. Ach, Gott sei Dank sind Sie da. Warum haben Sie denn keinen Krankenwagen gerufen, Herr Kollege? Sie wissen, dass Sie nicht praktizieren dürfen. Das war unverantwortlich. Ja. Hören Sie mich, Herr Herberger? Ja. Haben Sie Schmerzen? Da im Brustbereich oder in den Armen? Ich möchte schlafen. Lass mich in Ruhe. Dürfte ich mal Ihr Stethoskop benutzen? Und einatmen. Und ausatmen. Also ein Infarkt ist es mit Sicherheit nicht. Ihr Vater wird sich gleich wieder erholen. Sind Sie sicher? Das Rauschen deutet auf einen Herzklappenfehler hin. Ist das sehr schlimm? Es besteht keine akute Gefahr. Aber Ihr Vater muss sich dringend in einer Klinik untersuchen lassen. Irgendwann geht es nicht mehr so glimpflich aus. Das werde ich nicht tun. Vater! Was machen denn all die fremden Leute in meiner Scheune? Wir haben versucht, ihnen das Leben zu retten. Da gibt es nichts zu retten. August, hilf mir mal. Nein, er wird Ihnen nicht mehr helfen, weil er das nämlich nicht darf. Und wir rufen jetzt einen Krankenwagen. Bitte. Papa, jetzt sei doch bitte vernünftig. Ich will dich nicht verlieren. Weg! Weg! Hau ab! Schau mal, was ich da habe. Hey, Walli. Ja. Ja. Frau Albrecht. Hallo? Frau Albrecht. Was brüllst denn so? Ja, Mama, was machst denn du da? Ich arbeite. Als Sprechstundenhilfe. Als Sprech? Bei der Konkurrenz? Du hast für mich ja keine Verwendung mehr. Ja, vom Wegen, du, ich telefoniere den ganzen Tag hinter dir her, weil ich dich brauche und du... Aber geh, was ist denn mit deiner Dame Anita? Meine Dame hat die Grippe. Und du kommst jetzt mit, ja? Ich denke nicht daran. Mutter, nach dem, was die Frau Albrecht sich geleistet hat, ist sie die längste Zeit Ärztin gewesen. Das hättest du wohl gerne, gell? Und zweitens, wie schaut das aus, wenn du mir in den Rücken fällst? Also, du kommst jetzt mit. Hör auf! Lass mich los! Hey, was soll das? Ich ruf die Polizei. Also, Sie halten sich da raus, ja? Ist eine familiäre Angelegenheit. Mutter, zum letzten Mal. Mutter? Dann sind Sie also... Der böse Wolf, jawohl. Aber vielleicht können Sie mir sagen, wo die Frau Albrecht ist, wenn es meine eigene Mutter schon nicht tut. Sie macht Hausbesuche. Ja, von wegen Hausbesuche. Wie macht sie mal wieder einen Spaß draus, den tadellosen Leumund unserer Gemeinde zu torpedieren und lässt wahllos Kneipen schließen? Also Mama, zum letzten Mal. Wo steckt sie? Du kümmerst dich um den Hof, solange ich nicht da bin. Vor allem ums Vieh. Du kannst dich auf mich verlassen, Vater. Aber das weiß ich doch, Mädel. Das weiß ich doch. Servus, Herberger. Ich glaube, er hat es jetzt verstanden. Hoffentlich. Entschuldigung. Sagen Sie mal, was ist denn da drin? Oh. Vater und seine Ordnung. Das ist nur ein uraltes Rattengift. Ja. Schauen Sie mal hier. Ja. Scheint seinen Zweck ja noch ganz gut zu erfüllen. In dem Zeug ist ja Thallium drin. Das ist seit Ewigkeiten verboten. Weil es für Menschen äußerst giftig ist. Also das Holz sollten Sie entsorgen lassen. Da fehlt ja auch schon was. Und was ist damit geschehen? Das ist Buche.
Die liefert Vater immer zum Hotel Anzengruber, seit Jahren schon. Und zu welchem Zweck? Das weiß ich nicht. Tut mir leid. Tja, sieht aus wie Brennholz. Oder zum Räuchern. Die Seerenke. Unmöglicher Fall. Der haut einfach ab und lässt uns Leute, reden, ne? Beruhigt euch bitte. Das Ganze wird sich bestimmt bald aufklären. Und was passiert so lange mit uns? Ohne das Hotelrestaurant, da bricht uns die Hälfte vom Umsatz weg. Und ich bleib sitzen auf meinen Fischen. Jetzt übertreiben Sie doch nicht so. Ja, und unser guter Ruf, ja? Ja, das ist doch. Also, wenn sich erst einmal herumspricht, dass hier Leute vergiftet werden. Und ausgerechnet in unserem Vorzeigerestaurant. Na dann, gute Nacht. Da wird sich die Presse aber sauber draufstürzen. Wir wissen doch alle, wem wir das mal wieder zu verdanken haben. Wer unseren Ruf immer wieder in den Dreck zieht. Und eine Vergiftung von einer allergischen Reaktion nicht unterscheiden kann. Unsere wackere Frau Ärztin. Bitte bleiben Sie doch sachlich. Aber der Bürgermeister hat bei den Behörden schon Einspruch erhoben. Und in ein paar Tagen ist dieser Spuk vorbei und diese Dilettantin wieder auf dem Weg nach München, wo sie hergekommen ist. Und um die ganze Sache zu beschleunigen, werde ich heute Nachmittag in einem Selbstversuch die komplette Karte vom Restaurant Anzengruber durchkosten, um zu beweisen, dass alle Speisen unbedenklich sind. Und ihr seid als Zeugen herzlich eingeladen. Aber Sie halten mich doch bitte auf dem Laufenden, ja? Ich meine, ich habe doch die Exklusivrechte an dieser Story, oder? Versprochen. Und Ihnen viel Erfolg bei den Verhandlungen. Danke. Wenn alles gut geht, bin ich heute Abend der neue, stolze Besitzer vom Auberger Seeboten. Und darauf müssen wir unbedingt einen zusammen trinken. Gerne. Sobald es dem Restaurant Chester besser geht und meine Praxis gerettet ist. Dann wünsche ich Ihnen viel Glück. Das kann doch nicht wahr sein. Was denkt der Mensch sich eigentlich? Aha. Welch hoher Besuch. Sind Sie gekommen, um sich Ihr Werk anzuschauen? Gratuliere. Gut haben Sie es hingekriegt. 16 Arbeitsplätze hängen hier dran. Und von den Zulieferern ganz zu schweigen. Ich habe jetzt keine Zeit für Ihre Schimpftiraden. Bitte führen Sie mich zu Ihrem Räucherofen. Ich habe den begründeten Verdacht, dass die Seerenke den Herrn Müller außer Gefecht gesetzt hat. Das ist doch lächerlich. Wir räuchern seit Menschengedenken nach alten Rezepten und die Methoden meines Vaters. Ich will Ihnen gar keine Schuld zuweisen. Es geht mir nur darum, dass Sie Ihr Restaurant schnellstmöglich wieder öffnen können. Also? Ja gut, wenn Sie meinen, dann folgen Sie mir bitte. Können Sie mir erklären, wie das funktioniert? Ja, also den Ofen sehen Sie ja. Der Fisch, der wird ungefähr 12 Stunden eingelegt und dann über Buchenspänen geräuchert. Kann ich das Holz mal sehen? Was wird denn das jetzt schon wieder mal? Das Holz, das beziehe ich seit irgendwie vom selben Bauern. Vom Herberger, ich weiß. Kann ich das Holz mal sehen? Ja, gut. Also. Hier, feinstes Buchenholz, also mindestens ein Jahr getrocknet. Kommt der Fisch beim Räuchern direkt mit dem Holz in Berührung? Na, eigentlich nicht. Oder Moment mal. Vielleicht sogar doch. Ja, stimmt. Also der Maitre, der schmeißt immer ein paar Buchenspänen in die Beize, damit der Fisch also diesen Holzgeschmack annimmt. Wie bei einem Barriquewein. Mhm. Danke, Herr Anzengruber. Bitte schön. Sie müssen mich jetzt entschuldigen. Ich erwarte noch einen Anruf von meinem Rechtsanwalt. Aber Sie können gerne eine Ränke mitnehmen, wenn Sie möchten.
zwar ein Hähnchen, ein Salat und eine halbe Radler macht 11,50 Euro, bitteschön. Was willst du hier? Ich wollte mich inständig für alle Verfehlungen und Sünden bei dir entschuldigen. Anita. Abgelehnt. Und nun geh gefälligst wieder. Ich muss kassieren. Oh, streiten Sie sich ruhig erst zu Ende. Ich habe Zeit. Sagen Sie, sind Sie nicht ein bisschen zu jung für den Herrn? Also ich wüsste nicht, was Sie das angeht, gnädigste. Ohne dich bin ich total erledigt. Ich werde die Praxis schließen müssen, weil nachdem du da alles umorganisiert hast, da finde ich ja nicht mal mehr ein Pflaster. Ach, Sie sind Arzt. Das ist natürlich was anderes. Ja, Sie wissen ja auch nicht, was das heißt. Man wird nämlich nur ausgebeutet im Haushalt, in der Praxis und als Repräsentationsobjekt. Ja, mein Gott, es geht mir doch nur um uns, was uns verbindet. Meine Gefühle. Dann gib mir doch mal eine Chance. Ja, auch über Verlobung, da kann man ja durchaus nachdenken. Mein Gott. Das hättest du dir früher überlegen müssen. Seien Sie doch nicht dumm, Kind. Schnuckig. Nein, Stefan, nein. Auf deine Masche mit den Rosen und deinen Versprechungen falle ich nicht mehr rein. Jetzt lass mich bitte arbeiten. Ist das dein letztes Wort? Leb wohl. Ja, wie du meinst. Wenn Sie wollen, können Sie ihn ja haben. Nein, danke. Ich habe schon einen. Sagen Sie schon. Sie hatten recht. In dem Holz finden sich eindeutig Spuren von Thallium. Und als wir wussten, wonach wir suchen müssen, haben wir es natürlich auch in dem Fisch entdeckt. Und reicht die Konzentration für eine Vergiftung? Ja, das will ich meinen. Das Zeug ist hochwirksam und nicht umsonst verboten. Wenn wir nicht durch Zufall drauf gestoßen wären. Ja, bei Ihnen hat der Zufall Methode, scheint mir. Und wie geht's dem Patienten jetzt? Wir haben die Berliner Blautherapie angewandt. Er hat schon wieder Appetit. Tja, Frau Albrecht. Wenn wir Sie nicht hätten. Sagen Sie das mal den Leuten in Auberg. So, hallo, Scott. Da sind alle da. Die wichtigsten fehlen wie immer. Ja. Dann würde ich sagen, dann gehen wir's an. Ja. Bitte schön, bitte. Alles vorbereitet. Ja, habt ihr das Schild nicht gesehen? Hier gibt's nichts mehr zum Essen. Ja, was? Ja, also Harry, du, jetzt bin ich aber enttäuscht von dir, dass du dich so leicht einschüchtern lässt. Ich lass mich von niemand einschüchtern. Aber ich kann doch mit meinem Essen die Leute nicht vergiften. Vergiften, papalapap, Harry. Du machst mir jetzt die hausgeräucherte Seringe, das neuseeländische Karnickel und das Dessert. Und dann ist der Fall ein für alle Mal aus der Welt. Kapit doch. Ja, gut, bevor ich's wegschmeiß, aber auf deine Verantwortung. So gefällst du mir, Chef. Stefan. Tut mir einen Gefallen, sag zu mir, ich will nie wieder Schätz. Meine Nerven sind sowieso schon am Ende. Sonst kannst du mir gleich einen Notarztwagen bestellen. Ist ja gut. Und von der Renke, da kannst du mir gleich eine doppelte Portion bestellen. Wir gehen schon mal auf die Terrasse. Kommen Sie bitte. Ich sag dem Maurice Bescheid. Soweit an der Lage des Hotels im idyllischen Auberg am See rein gar nichts auszusetzen wäre. Gäbe es da nicht das Restaurant mit dem sinnigen Namen Chez Anzengruber? Obwohl mein Tisch praktisch vor der Tür zur Küche stand. Dauerte es geschlagene 15 Minuten, bis sich endlich ein Kellner erbarmte, mir die Karte zu bringen. Aus der ich dann das Tagesmenü bestellte. Herein, an dessen Folge ich, um es vorwegzunehmen, fast gestorben wäre. Ich höre, es soll Ihnen viel besser gehen. Ja, der Herr Professor hat mir alles erklärt. Er meinte, das verdanke ich allein Ihnen. Na ja. Aber mit Ihrem Urteil über die Küche vom Hotel Anzengruber würde ich noch etwas warten. Samstag ist Redaktionsschluss. Tut mir leid. Und sowieso können Sie nicht dafür sorgen, dass ich entlassen werde. Ich muss in die Redaktion. Herr Müller, vom Restaurant konnte keiner was dafür. Wenn Sie das sagen. Aber der Service und die Arroganz von diesem Herrn Anzengruber. Der Mann war nicht ganz zurechnungsfähig. Weil er erfahren hatte, dass ein Restauranttester kommt. Und dann hat er sie mit einem Kammersänger aus München verwechselt. Na und? Jeder Gast sollte behandelt werden, als wäre er ein Restauranttester. Hm. Also bei aller Liebe, Frau Doktor, da kann ich Ihnen wirklich... Hm. Hm. Was ist? Mhm. Hm. Ziemlich schnell, Ihr Puls. Auch flatterig.
Also ich würde Professor Hönsel vorschlagen, dass er sie noch, sagen wir, 2-3 Wochen zur Beobachtung hier lassen soll. 2-3 Wochen? Aber Frau Doktor, da verpasse ich ja die Intergastra in Mailand. Und anschließend dann 4 Wochen Schrotkur, um ihren Kreislauf zu stärken. Nein, bitte, ich flehe Sie an. Ich bin Freiberufler. Ich kann den Verlag nicht so lange warten lassen, da bin ich meinen Job los. Tja, wie sagt mein Kollege Dr. Wolf? Eine Hand wäscht die andere. Wenn Sie heute Nacht in Ihrem Bett schlafen wollen, ja, dann werden Sie noch einmal im Scheanzengruber essen müssen, um sich ein objektives Bild über die Küche zu machen. Das ist Erpressung. Nein, das ist Gerechtigkeit. So, ah, endlich. Chef, Telefon. Nicht jetzt. Die Albrechtin ist. Neuigkeiten wegen dem Reicherholz. Hanzengruber? Wie bitte? Das kann doch nicht sein. Ich beginne jetzt mit dem ersten Gang der hausgeräucherten Seeränke. Ja, sind Sie sich sicher? Moment. Schwiss. Es reicht's. Du sollst mich nicht mehr so nennen. Maurice, zeig unserem Gast, wo hier der Ausgang ist. Bevor ich mich total vergesse. Und wenn ich noch einmal ein böses Wort über die Frau Dr. Albrecht aus deinem Mund höre, so war mir Gott Hilfe, dann lasse ich nämlich deine Praxis schließen. Ja? Doppelte Portion Ränke, du halber Hering. Ich verstehe nicht, Harry. Ich rufe jetzt im Gesundheitsamt an und singe ein Loblied auf unsere Frau Dr. Albrecht. Und ich sehe sie mir quasi hier ohne medizinische Versorgung. Ja, aber... Sie haben gehört, was der Chef gesagt hat? Ja, Monsieur? Was passiert denn jetzt mit der Ränke? Monsieur, also bitte? Ich habe ein Recht, informiert Monsieur, zu werden. Monsieur, s'il vous plaît. Ja, ist ja recht, du kannst mit mir bayerisch reden, ich verstehe ja so. Frau Doktor, Sie können sich ja gar nicht vorstellen, was heute Mittag hier los war. Die ganze Zeit hat das Telefon geklingelt, das Gesundheitsamt, das Tourismusamt, ja sogar das Büro vom Landrat. Hermine, es ist alles in bester Ordnung. Herr Merkin, haben Sie sich etwa wieder verletzt? Nein, nein, zum Glück nicht. Aber Sie hatten doch versprochen, mich auf dem Laufenden zu halten. Ich kann Sie beruhigen. Herr Müller ist auf dem Weg der Besserung. Und es war tatsächlich das Rattengift, das bei ihm die schwere Vergiftung hervorgerufen hat. Man hat es im Fisch nachgewiesen. Dann war es also richtig, das Restaurant zu schließen. Und mein sauberer Herr Sohn hat sich einmal wieder gründlich getäuscht. Na, die Geschichte ist wie geschaffen für die morgige Titelseite. Hast du es ihm den Seeboten gekauft? Ja, die Tinte unter den Verträgen ist gerade mal trocken. Meinen herzlichsten Glückwunsch. Danke. Aber wenn ich mir was wünschen dürfte... Bringen Sie die Geschichte lieber nicht. Nun, warum nicht? Das wäre doch die beste Werbung für Sie und Ihre Praxis. Ja, aber sonst wäre niemandem damit geholfen. Weder den Herbergers mit ihrem Hof, noch dem Anzengruber mit seinem Restaurant. Würde allen nur schaden. Na schön. Schön, dass es noch so etwas wie Charakter auf der Welt gibt. Sie haben mein Wort. Aber trotzdem schulden Sie mir noch was. Ein Abendessen? Versprochen ist versprochen. Mama, ich glaube, die Wehen kommen. Gutes Timing, Schatz. Schön ruhig atmen. Ich rufe sie an. Bestimmt. Versprochen. Ich verstehe das nicht. Es war doch alles in Ordnung bei deiner letzten Untersuchung in München, oder? Ja. Warum, was ist? Das Baby muss sich gedreht haben. Oh nein. Hallo?
Frau Albrecht! Es ist das erste Mal, dass ich mich freue, Sie zu sehen. Jetzt erklären Sie mir mal bitte. Herr Kollege, ich bitte Sie ungern um etwas, aber ich brauche dringend Ihre Hilfe. Nicht pressen, Sie haben doch gehört, dass Baby liegt falsch. Das sagen Sie so, es presst von allein. Ah. Ich habe Dr. Wolf gebeten, dich mal anzuschauen. Der? Aber warum, Mama? Ich will nicht, dass der mich anfasst. Also wenn es stimmt, was Ihre Mutter diagnostiziert hat und wie Sie wissen, irrt sie sich ja praktisch nie, dann sollten Sie die Augen schließen und ein Gebet zum Himmel schicken, dass wir das in den Griff kriegen. Weil dich nach München in die Klinik zu schaffen, dazu ist es nach Öffnung des Muttermundes zu spät. Ja, wir brauchen ein Ultraschallgerät und da die Praxis Ihrer Frau Mutter, wie wir wissen, keinen Ultraschall hat, das sollten wir schleunigst zu mir fahren. Mama! Tut mir leid, er hat recht. Wir brauchen die genaue Lage des Babys, um eine Entscheidung treffen zu können. Am besten, wir fahren mit meinem Auto. Ich komme mit und wenn es nur zum Daumendrücken ist. Ja, du kannst dir helfen, sie rauszuschaffen. Ich hol nur eine Decke, damit es mir die Ledersitze nicht versauen. Was machst du hier? Räumst du gerade die Praxis aus? Nur ein paar Kleinigkeiten, die mir gehören. Der Laptop? Ja, der war doch das sogenannte Urlaubsgeld letztes Jahr. Na ja, nix da. Den musst du dir erst verdienen. Jetzt lass mal das persönlich mal außen vor. Ich brauche dich medizinisch. Wir müssen operieren, ich habe einen Notfall. Um diese Uhrzeit? Das haben Notfälle leider so an sich, dass sie immer dann kommen, wenn man nicht mit ihnen rechnet. Du glaubst wohl, du kannst immer noch über mich verfügen, ja? Würde es Ihnen etwas ausmachen, Ihre Diskussion zu vertagen und sich vielleicht mal um meine Tochter zu kümmern? Ja, Stefan, Moment. Ja, dann kommen Sie. Hier, Schatz. Keine Panik. Ich habe diese Operation in meinem Leben gut und gern 300 Mal gemacht. Die Narkose sollte gleich wirken. Ja, also Frau Albrecht, ich würde sagen, Sie kümmern sich ausschließlich um das seelische Wohl Ihrer Tochter und überlassen mir, meiner Mutter und Anita, den Rest. Nein, nein, nein. Ich habe viel mehr Erfahrung als Sie. Und das ist meine Tochter. Und mein Enkelkind. Ja, eben. Und deswegen sind Sie die denkbar schlechteste Person für so einen Eingriff. Also entweder Sie fügen sich meinen Anordnungen oder ich muss Sie bitten, draußen zu warten. Oh mein Gott. Keine Angst, alles wird gut. Skalpell. Kompressen. Dürfen Sie übernehmen. Dann nehme die Hunde. Nadel, Faden, Kompressen. So. Es ist ein Junge. Ein Buch. Verheilt ist. Aber du bist ja nicht allein, du hast ja jetzt deinen Sohn.
Danke. Das war... Doch, das war sehr gute Arbeit. Hätte ich Ihnen ehrlich gesagt gar nicht zugetraut. Du warst wirklich großartig. Tja, Schulmedizin hin oder her, aber manchmal ist sie unersetzlich. Ja, aber es kommt drauf an, wer sie anwendet. Moment, ich hätte noch eine Frage. Was war denn jetzt mit der Ränke vom Anzengruber? In dem Räucherholz war Thallium, das alte Rattengift. Das war jetzt für die Klinik. Wenn Sie noch was brauchen, sagen Sie Bescheid. Danke, ich rufe an. Rattengift. Und ich hätte beinahe die doppelte Portion davon vertilgt. Die Frau hat dir das Leben gerettet. Zum zweiten Mal. Aber du willst dir die Praxis wegnehmen. Und wer hat ihrer Tochter und dem Kind das Leben gerettet? Der Weihnachtsmann. Wir sind quitt. So, jetzt brauche ich einen Kaffee. Mach's gut. Du auch. Bekomme ich keinen? Ah, du bist ja noch da. Eben in der OP, da war doch alles wie früher. Wie wir harmoniert haben und welche Ruhe und Souveränität du ausgestrahlt hast. Tja, gelernt ist gelernt. Mir ist eins klar geworden. So einen Mann lässt man nicht gehen, niemals. Ich hab doch gewusst, dass du noch schlau wirst. Eine Bedingung habe ich allerdings. Ja, Schnuckelchen. Gestern im Biergarten, da hast du doch von Verlobung gesprochen. Wann hast du dir das denn so vorgestellt? Wilfried, nur einen Moment. Es geht um den Kredit für die Albrecht. Wieso? Was willst du denn noch? Soweit ich weiß, hat die Gemeinde abgelehnt, die Bürgschaft zu übernehmen. Ich übernehme die Bürgschaft. Hä? Unter einer Voraussetzung, dass keiner, hörst du, keiner davon erfährt. Also, jetzt verstehe ich die Welt nicht mehr. Du willst für die Frau Albrecht... Ich habe meine Gründe. Abgemacht. Gut, du musst es ja wissen. Ich mache die Papiere fertig. Das ist aber nett, dass Sie bei der Taufe meines Enkels vorbeischauen. Ich wollte Ihnen noch einmal dafür danken, dass Sie meinem Vater die Leviten gelesen haben. Das war aber längst überfällig. Jetzt mach schon, Mama. Der Dr. Wolf kommt nicht. Ist eigentlich schade, wo das Baby praktisch auf die Welt gebracht hat. Vergessen Sie ihn. Er kann halt nicht über seinen Schatten springen. Und jetzt komm, Mama. Martin, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr lasse dich heranwachsen und wir mit dem Ruf Ephata, dem Taubstummen die Ohren und den Mund geöffnet hat, öffne auch dir Ohren und Mund, dass du sein Wort vernimmst zum Heil der Menschen und zum Lobe Gottes. Amen. Sie kommen doch noch mit zur Feier. Ja, gerne. Grüß Gott, Herr Anzengruber. Grüß Sie. Entschuldigung, aber ich bin hier mit Frau Albrecht zum Essen verabredet. Aha. Das ist ja interessant. Sie kommen, Sie kommen. Ja, dann nix wie her mit dem Shampoo und sagen Sie Maurice Bescheid. Grüß Gott. Ich hoffe, das ist so. Gut. Ich muss was annehmen. Schön, dass Sie es einrichten konnten, Herr Mertin.
Also, wenn ich ehrlich bin, habe ich mir unser erstes gemeinsames Essen etwas anders vorgestellt. Aber umso schöner. Lerne ich gleich die ganze Familie kennen. Duzi, Duzi, Duzi. Da haben wir ja den kleinen Kronprinz, der verfahren, wie er heißt. Ja, hoffentlich nicht Stefan. Sehr witzig. Nein, Martin. Wie sein Großvater. Martin. Ja, dann würde ich sagen, da trinken wir auf den Martin gleich mal ein Glas Champagner. Unser Maitre hat auch ein wunderbares Menü zusammengestellt. Ich hoffe, keine hausgeräucherte Seerenke. Genau diese, weil dank Frau Albrecht ist ja jetzt genießbar. Und da ist auch schon unser Maitre Maurice Balzac. Merci, merci. Ja, das ist für dich abgebrochen. Die goldene Gocklöffel. Jetzt habe ich ihn endlich. Sogar mit Eichenlaub. Jüngst du das geschafft, Maurice? Gratuliere, Maitre. Hat der Herr Müller allen Mut zusammengenommen und doch noch mal bei Ihnen vorbeigeschaut? Ja, als ob das nicht Grund genug zum Feiern wäre, habe ich noch eine freudige Überraschung. Frau Albrecht, das hier ist von Herrn Traunstein von der Bank für Sie abgegeben worden. Ja, machen Sie es auf. Ich bekomme den Kredit für die Praxisrenovierung. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Tja, dann. Da können Sie es mal wieder sehen, Herr Doktor. Es gibt Gottlob immer noch ein paar anständige Menschen in dieser Stadt. Mama. Information. Also trinken wir auf den neuen Bürger von Auberg am See. Zum Wohlsein. Zum Wohl. Sonntag.